Ja, nach YouTube und linearem Fernsehen geht's jetzt weiter mit Eva Schulz. Sie ist die Frontfrau des erfolgreichen Funkformates Deutschland 3000 und hat mit vielfältigem Instagram-Content, einem eigenen Podcast und diversen YouTube-Videos schon einen großen Abonnentenstamm aufgebaut. Wie sie das geschafft hat und was die Abonnenten in Zukunft auch bei ihr zukünftig noch erwartet, das verrät sie uns jetzt in einem spannenden Gespräch mit unserer Professorin Rika Fleck. Also herzlich willkommen, Eva Schulz und auch Rika Fleck. Hallo. Hi. Hallo Eva. Eva, du wirst in den sozialen Medien bezeichnet als Moderatorin, als Reporterin, als Webvideoproduzentin, als Unterhaltungsjournalistin. Erklär uns doch mal, wer du bist und was du so machst. Das war ja wahrscheinlich eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, ich bin Journalistin und ich habe tatsächlich einfach schon immer, also ich glaube, ich habe so im Teenageralter damit angefangen. Das ist ja das Coole an diesem Beruf, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, also ich könnte jetzt, wenn ich Ärztin hätte werden wollen, hätte ich nicht irgendwie den nächsten daherlaufenden irgendwie Blut abzapfen können. Aber als Journalistin kann ich halt einfach einen Text schreiben und das üben oder mal mit einem Podcasten anfangen und so. Und das habe ich schon als Teenagerin gemacht und dann auch später parallel zum Studium und so weiter und habe mir immer Projekte und Möglichkeiten gesucht, mich da auszuprobieren und fand es dann eben immer besonders spannend. Es ging ja auch von der Zeit her genau einher mit der Zeit, in der verschiedene Apps aufkamen und soziale Netzwerke. Und ich fand immer spannend die Frage, wie man da dann auch Journalismus machen kann. Also zum Beispiel auf Snapchat 2016, als die meisten Leute noch dachten, das ist eine App, bei der sich jetzt Jugendliche, keine Ahnung, Dickpics schicken, fand ich spannend, die Möglichkeit darauf Reportagen zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was sich bei mir so durchzieht und wo jetzt Deutschland 3000 so gerade der Gipfel ist, weil das da zum ersten Mal mit so richtig viel Man- und Woman-Power und Budget und auf ganz vielen verschiedenen Plattformen stattfindet. Und dass du damit erfolgreich bist, das zeigt, dass du viele Auszeichnungen dafür bekommen hast. Ich habe gelesen, es sind alleine drei Auszeichnungen dieses Jahr. Und zwar bist du unter den Top 10 der besten Politikjournalistinnen in Deutschland. Du hast den Deutschen Podcastpreis bekommen und auch den Kurt-Magnus-Preis für eben Deutschland 3000. Erzähl uns, was ist Deutschland 3000 und wie ist es entstanden? Das ist entstanden 2017, Anfang 2017, also im Jahr der Bundestagswahl, als ich mich gefragt habe, boah, oder ich hatte mich daran erinnert, dass ich 4 Jahre vorher in der Wahlkabine stand und mich geärgert habe und gedacht habe, oh, ich hätte mich jetzt eigentlich gerne noch intensiver mit meiner Wahlentscheidung auseinandergesetzt. Und ich mache jetzt hier wieder ein Kreuz, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht gut genug begründet. So. Und da habe ich aber damals schon gemerkt, und 2017 war das dann wieder so, dass es einfach auch nicht genug junge Medien gab, wo man hingucken konnte, wenn man sich so als Anfang mit 20-Jährige eine Meinung bilden wollte zu dem, was politisch in Deutschland so anlag. Und genau mit diesem Bedürfnis bin ich dann eigentlich zu Funk gegangen und habe gesagt, wollen wir das nicht machen? Es gab so aus dem Jahr 2016, aus der vorletzten US-Wahl, ein paar sehr Beispiele aus Amerika und den USA. Die habe ich mitgebracht und dann haben die gesagt, ja, stimmt. So, und wir können dich dabei unterstützen. Funk war da ja gerade gestartet. Und dann haben wir das zusammen entwickelt und es war ursprünglich ein Facebook-Format, weil damals Facebook auch in unserer Altersgruppe noch viel beliebter und größer war und wir da eine große Chance gesehen haben, auch Diskussionen auszulösen. Es sollte eben nicht einfach nur um Videos gehen, sondern auch immer darum, so Debatten, konstruktive Debatten zu diesen Themen auszulösen. Und dann hat sich das strategisch und inhaltlich immer so weiterentwickelt, dass wir jetzt inzwischen zwar auch noch auf Facebook sind, aber vor allem Instagram in den Fokus nehmen und auch noch diesen Podcast gestartet haben, der auch im Radio läuft. Und das macht mich natürlich ganz froh, weil dadurch Deutschland 3000 auf immer mehr Säulen steht sozusagen und an viel mehr Orten im Internet verbreitet und eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Also die Idee ist, dass wir regelmäßig Themen aufgreifen, die entweder eh politisch gerade so im Schwelen sind in Deutschland oder von denen wir das Gefühl haben, die sind komplett unterrepräsentiert in der Berichterstattung oder werden einfach nicht aus junger Perspektive beleuchtet und gezeigt. Und das machen wir jetzt mit dieser Redaktion und kümmern uns auch immer darum, dass darunter bestenfalls konstruktiv diskutiert wird und Leute so eine Hilfe dabei haben, sich selber eine Meinung dazu zu bilden. Wir gucken uns gleich mal ein aktuelles Video von dir auf, von Deutschland 3000 an. Aber zuvor habe ich noch eine Frage, weil du das gerade angesprochen hast. Ihr wart 2017 noch auf Facebook und seid jetzt auf Instagram. Warum gab es die Entscheidung, die Plattform zu wechseln?
Also das ist bei Funk generell so, das finde ich auch ganz witzig, weil zum Zeitpunkt meiner Abschlussarbeit 2013, da war ein junges Format immer eins, das auf allen Plattformen gleichzeitig war. Also wenn da jemand was gestartet hat, dann hieß es, ja, wir sind auf YouTube und Facebook und Twitter und Instagram machen wir auch noch. Und Funk hatte, glaube ich, schon beim Start begriffen, nee, das geht nicht. Diese Plattformen sind alle so einzigartig und so unterschiedlich in ihren Anforderungen, dass keine Redaktion aus dem Stand weg die alle beherrschen kann und für alle eine Strategie haben kann. Das heißt, da war immer die Ansage, ihr macht eine Primärplattform und eine Sekundärplattform, also eine Plattform, auf die ihr euch strategisch fokussiert und eine zweite Plattform, die ihr bestenfalls nebenher noch bedient und mal beobachtet und kennenlernt, um dann bestenfalls sich strategisch schon mal zweigleisig aufzustellen. Und da waren wir eben am Anfang, glaube ich, ganz am Anfang waren wir Facebook und YouTube, haben YouTube aber komplett vernachlässigt, weil wir erstmal Facebook kennenlernen mussten. Und jetzt haben wir in den letzten, so im Jahr 2019 vor allem beobachtet, dass Facebook zum einen älter wird als Plattform. Das ist jetzt bei unserer Zielgruppe, die ein bisschen träger ist, nicht so super Early Adopter hat, nicht so einschneidend, aber wir haben das schon gemerkt. Und dass Instagram eben immer größer wurde und sich insbesondere letztes Jahr ganz stark politisiert hat. Also auf einmal waren auf dieser Plattform auch politische Inhalte gefragt und dachten wir, okay, da muss Deutschland 3000 ja eigentlich vertreten sein und haben das gestartet, haben das dann quasi zu unserer Sekundärplattform gemacht, parallel zum Podcast auch noch. Das ist alles gleichzeitig gestartet und haben dann gemerkt, boah, das läuft ja richtig gut und es gibt einen ganz großen Hunger auf dieser Plattform nach unseren Inhalten. Und deswegen haben wir jetzt gerade ganz frisch vor 2, 3 Monaten dann quasi auch formal den Switch gemacht und gesagt, ab jetzt sind wir Insta-first und jetzt stellen wir gerade alle Prozesse in der Redaktion um, entwickeln ganz neue Content-Formen und sind da auch ein bisschen kleinteiliger und noch häufiger geworden im Veröffentlichungsrhythmus. Gut, dann ist jetzt der Augenblick gekommen, wo wir uns mal was angucken. Alle suchen nach einem Mittel gegen Corona. Wir Deutschen haben es gefunden. Kurzarbeit. Naja, also das ist jetzt vielleicht kein Mittel gegen das Virus, aber zumindest gegen die Wirtschaftskrise. Im April, als Corona das erste Mal so richtig reingekickt hat, waren in Deutschland fast 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. So viele wie noch nie. Selbst in der Weltfinanzkrise von 2008-2009 lag der Höchststand bei nur 1,4 Millionen. Aber Kurzarbeit, was ist das überhaupt? Wenn ein Unternehmen vorübergehend in eine wirtschaftliche Krise gerät und seine Angestellten nicht wie gewohnt voll beschäftigen und bezahlen kann, zum Beispiel wegen eines unabwendbaren Ereignisses wie der Corona-Pandemie, dann kann es Kurzarbeit beantragen. In dem Fall springt dann die Arbeitsagentur ein und zahlt einen Teil des fehlenden Nettogehalts in Form von Kurzarbeitergeld weiter. Es gibt da allerdings auch Risiken und Nebenwirkungen und zwar, ja, gleich. Der Vorteil? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht entlassen werden und können nach der Krise in ihren alten Betrieb zurück. Das kostet allerdings auch ganz schön was. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet bis Ende 2020 mit 19 Milliarden Euro nur für die Kurzarbeit. Noch nie zuvor hat diese Behörde so viel Geld ausgegeben, um Jobs zu erhalten. Was soll daran jetzt also so gut sein? Erstens, ArbeitnehmerInnen. Naja, Kurzarbeit ist immer noch besser, als die Leute zu entlassen. Ohne Kurzarbeit hätte es im Juli rein rechnerisch fast 1,6 Millionen zusätzliche Arbeitslose gegeben. Und die hätte die Arbeitsagentur auch nicht mal so eben aus der Kaffeekasse bezahlt. Natürlich profitieren auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Sie sparen an den Personalkosten, bleiben vorerst zahlungsfähig und müssen, wenn die Krise durchgestanden ist, nicht neu auf die Suche nach Personal gehen. Auf diese Weise bleibt den Betrieben auch das wertvolle Know-how ihrer Angestellten erhalten. Drittens, Wirtschaft. Auch dank Kurzarbeit kam die deutsche Wirtschaft nach der globalen Finanzkrise vor 12 Jahren schneller wieder auf die Beine als die anderer Länder. Kurzarbeit ist also so eine Art wirtschaftlicher Impfstoff gegen die Corona-Krise, made in Germany, und inzwischen ein weltweiter Exportschlager. Viele Regierungen haben sich die Maßnahme bei uns abgeschaut und jetzt in der Krise ähnliche Modelle neu eingeführt. Es gibt da allerdings auch Risiken und Nebenwirkungen. Und zwar erstens Lohneinbußen. Wer in Kurzarbeit ist, bekommt anfangs zwischen 60 und 67% seines Nettogehalts als Kurzarbeitergeld. Ein Friseurgeselle in NRW müsste so mit durchschnittlich weniger als 900 Euro im Monat auskommen. Wegen der Pandemie wurde das jetzt aufgestockt. Wer mindestens 50% in Kurzarbeit ist und das für länger als 3 Monate, bekommt schrittweise mehr Geld. Übrigens wurden Eltern dabei nochmal extra berücksichtigt. Dafür muss man aber auch echt lange in Kurzarbeit sein. Zweitens, Zukunftsangst. Kurzarbeit ist kein Urlaub. In einer Umfrage empfand jede vierte von Kurzarbeit betroffene Person diese Zeit als belastend. Ein Drittel der Betroffenen aus besonders angeschlagenen Branchen wie dem Kunst- und Unterhaltungssektor bezweifeln sogar, dass sie jemals wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können. Drittens,
Steuernachzahlung. Und am Ende wartet auf manche Kurzarbeitende noch eine unschöne Überraschung, nämlich Steuernachzahlung. Das Kurzarbeitergeld selbst wird zwar nicht versteuert, aber wenn du über einen längeren Zeitraum nur teilweise in Kurzarbeit warst und weiter gearbeitet hast, dann solltest du dringend mal mit deiner Steuerberaterin sprechen. Es kann nämlich sein, dass du nächstes Jahr Steuern nachzahlen musst. Viertens, Fortschrittsbremse. Was, wenn wir mit Kurzarbeit Branchen oder Unternehmen quasi künstlich beatmen, die sich eigentlich dringend erneuern sollten? Wie siehst du das? Machst du dir Sorgen um die deutsche Wirtschaft in Zeiten von Corona? Oder denkst du, dass wir gerade ganz gut aufgestellt sind? Schreib's mir in die Kommentare. Zu dem Video habe ich 2, 3 Fragen. Die erste Frage ist, wie entsteht so ein Film und wie lange dauert das? Und wie sieht dein Arbeitsalltag oder wie sieht euer Arbeitsalltag in der Redaktion aus? Also das Witzige ist, dass wir noch nie ein Problem hatten, Themen zu finden. Das heißt, so ein Thema wie Kurzarbeit, da haben wir jetzt das Gefühl gehabt, das ist seit Monaten ein Begriff, der immer so rumschwelt, aber und halt ganz, ganz viele Leute betrifft, ne? Ich glaube, zu Hochzeiten jetzt in der Pandemie kamen ja gerade auch im Film 6 Millionen Leute. Aber wir hatten auch den Eindruck, dass viele Leute in unserer Zielgruppe diesen Begriff zwar immer wieder hören, aber gar nicht so genau wissen, was Kurzarbeit jetzt bedeutet. Und dann hatten wir auch noch von diesem Fakt gehört, dass es halt ganz vielen Kurzarbeitenden Steuernachzahlungen drohen oder blühen. Und die noch womöglich noch gar nichts davon wissen. Das heißt, wir hatten sowohl für die Kurzarbeitenden selbst als auch für die Leute, die das bisher nur gehört, aber nicht betroffen waren oder hatten und nicht betroffen waren, irgendwie Infos, die wir gerne in einen Film packen wollten. Und dann passiert es in der Regel so, dass wir dieses Thema einer Kollegin oder einem Kollegen in der Redaktion zuweisen. Er oder sie schreibt dann ein Dossier, das dauert so 2, 3 Tage, dann besprechen wir das und gucken, okay, was finden wir hieran jetzt besonders spannend? Was könnte eine These sein und welche Form von Inhalt wollen wir daraus machen? Soll das ein Film werden oder eine Insta-Story oder machen wir daraus nur eine Share-Kachel? Und in dem Fall war klar, okay, wir hatten eigentlich 2 Zugangsweisen. Das eine war, es gibt unheimlich viel zu erklären. Die andere Zugangsweise war, was ist eigentlich, wenn man davon betroffen ist? Also ja, es ist das deutsche Wundermittel gegen die Wirtschaftskrise. Aber trotzdem ist es nicht alles cool, wenn man jetzt auf einmal in Kurzarbeit ist und viel weniger Geld verdient. So. Und daraufhin haben wir dann 2 größere Beiträge geplant. Das eine ist eben dieses Video als Erklärbeitrag und dann noch eine Insta-Story, die ein paar Tage später gelaufen ist, für die wir Betroffene, die selber in Kurzarbeit sind oder waren, interviewt haben, damit die so deren Perspektive teilen können. Und das ist das Coole, dass wir das jetzt auf Instagram machen können. Das hätten wir früher auf Facebook, hätten wir uns für eins entschieden. Und jetzt können wir beides parallel machen. Und dann wird in der Regel nach so 1, 2 Besprechungen, wo man das so ein bisschen so trichtermäßig überlegt, okay, was lassen wir raus, wie strukturieren wir das, was wir vermitteln wollen, da wird dann ein Treatment geschrieben, also dieser Text, den ich da dann nachher moderiert habe in dem Fall. Da stehen auch schon so Sachen drin, wie diese ganzen Grafiken, wo brauchen wir eine Grafik, die das informativ unterstreicht, wo soll es mal kurz witzig werden, brauchen wir irgendwelche Clips oder Fotos und so, die man organisieren muss, gibt es irgendwelche Requisiten, die für den Dreh gebraucht werden, das weiß, glaube ich, in dem Fall nicht so. Und dann haben wir Glück, dass man diese Greenscreen-Drehs, das ist ja ein Studio, in dem ich da stehe, unter Corona-Bedingungen auch sehr gut hinstellen kann. Also ganz viele Sachen, die wir normalerweise machen würden, gehen gerade eben nicht so gut, aber in einem Greenscreen bin ich am Ende mit maximal 2 Leuten, mit denen man das auf Abstand und Maske und unter diesen Bedingungen alles einhalten kann. Da haben wir das gedreht. Dann geht das in Schnitt. Der ist deshalb relativ aufwendig, weil wir eben so viele Grafiken haben, weil wir immer alles untertiteln, weil gekeyt werden muss und so weiter. Das heißt, es geht schon mal, das dauert schon so 2, 3 Tage mit auch mehreren Änderungsrunden. Dann wird eine SEO-Strategie meistens hingestellt, also wie beschriften wir dieses Video, was kommt in die Caption, was ist die Überschrift, wollen wir das irgendwie seeden, wen können wir dafür ansprechen und so weiter. Dann wird es gepostet und uns ist auch immer ganz wichtig, dass es damit nicht vorbei ist, sondern dass wir auch eine Verantwortung haben für die Diskussion, die wir damit auslösen. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen aus der Redaktion und aus dem Community Management gucken dann auch in diesen ersten Tagen sehr genau hin, was passiert unter dem Video, was sind die Argumente, die da gebracht werden, wo werden vielleicht noch Quellen nachgefragt, wie können wir da die Diskussion weiter anfachen. Ganz oft teilen Userinnen und User auch ihre persönlichen Perspektiven, darauf wollen wir auch immer eingehen und haben in letzter Zeit auch schon öfter den Fall gehabt, dass wir dann diese Leute ein paar Monate später nochmal für ein anderes Video angefragt haben, wo wir dann schreiben, du hast doch mal bei uns in den Kommentaren geschrieben, dass du
keine Ahnung, eine junge Landwirtin bist, jetzt machen wir was über Bauern in der Krise, willst du da nicht mitmachen? So, das ist ein richtig cooler Nebeneffekt von diesem sehr engmaschigen Community-Management. Aber das wäre so der Grundverlauf von so einem Beitrag. Genau, das wollte ich nachfragen. Du endest ja meistens mit einer Frage am Ende und forderst sozusagen deine Community auf, zu reagieren und ihre Meinung reinzuschreiben. Wonach entscheidet ihr, dass ein Thema weiter ausgearbeitet wird? An den Antworten oder an dem Feedback der Zuschauer? Gerade in dem Fall von der Kurzarbeit, dass danach noch eine Story entsteht? Das wussten wir, glaube ich, schon vorher in dem Fall. Und ich stelle auch nicht immer eine Frage. Also es gibt immer einen Call to Action, immer eine Aufforderung, was die Community machen soll. Aber man hätte jetzt, in dem Fall bot sich das nicht so an, aber die Alternative könnte auch sein, teile dieses Video, wenn du auch findest, dass mehr für Kurzarbeitende gemacht werden muss oder so. Das ist auch ganz interessant, weil man vor 3, 4 Jahren, als Funk angefangen hat, da gab es noch Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, nee, also die sich dafür so ein bisschen zu schade waren. Jack wird da auch ein Lied von singen können, weil die Leute dann nicht sagen wollten, ah ja, und lass ein Abo da und so weiter. Aber Leute machen es halt tatsächlich viel eher, wenn man sie dazu nochmal auffordert und darum bittet. Und damit haben wir total positive Erfahrungen gemacht. Ist jetzt nicht so oder selten so, dass wir ein Community-Feedback direkt 2 Tage später aufgreifen. Das kommt schon auch mal vor, aber es ist oft eher was Langfristiges. Wir haben gewisse Themen, die wir einfach immer wieder aufgreifen wollen und wo es uns dann was bringt, diese Community zu beobachten und zu gucken, wer engagiert sich da in den Kommentaren, welche Aspekte von dem Thema wünschen die sich noch. Zum Beispiel Armut ist so ein Thema, das wir eigentlich seit es Deutschland 3000 gibt, immer wieder aufgreifen mit immer wieder neuen Facetten und Formen, weil wir bisher finden, dass es sonst so unterrepräsentiert ist. Und da kommt das zum Beispiel vor, dass man dann bei den Reaktionen auf ein Video über Kinder, die in Hartz-IV-Haushalten aufgewachsen sind, merkt, boah, das sind ja richtig viele Kinder von Alleinerziehenden. Und jetzt planen wir gerade einen Beitrag zu Alleinerziehenden und Kindern von Alleinerziehenden. Okay, Armut ist auch ein gutes Stichwort. Wir wollten gerne noch mal ein Video zeigen, stellvertretend für das breite Themenspektrum, was ihr bearbeitet, und haben das Video rausgesucht, ob sich Hausbauen nur für Reiche lohnt. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich freue mich auch mega darauf, wenn es wirklich alles fertig ist und wir endlich hier einziehen können. Ob ich jetzt im Monat 900 Euro nur an Miete rausschmeiße oder für ein Haus abbezahle, was mir später gehört. Der Gedanke vom Haus ist, dass man was Eigenes hat. Wenn man dann im Garten oder vom Haus steht, weiß ich, man ist stolz. Als Normalverdienerin in Deutschland ein Haus bauen ist völlig unrealistisch? Von wegen. Ich treffe heute 2 junge Paare, die genau das machen. Als der LKW kam mit den ganzen Wänden und Türrahmen und alles, das war mega aufregend, als wir gesehen haben, dass unser Name auf den Wänden stand. Da wusste man, okay, das gehört uns. Ihr zwei seid ja jetzt so Mitte 20, damit liegt ihr weit unter dem Durchschnitt von Leuten, die zum ersten Mal eine Immobilie erwerben. Ich kenne das nur so, im eigenen Haus mit großem Garten aufzuwachsen. Und ich hatte da einfach keine Lust zu, in einer Wohnung, wo ich weiß, das Geld ist weg. Und es ist ja für die Zukunft, Altersrente. Wenn ich jetzt ein Haus bauen wollen würde, was wären da so die Schritte? Es beginnt erstmal damit, sich zu entscheiden, ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Also erstmal guckt man ja, wo man bauen will und wo jetzt zum Beispiel auch ein Grundstück ist oder wo ein Baugebiet ist. Der Ort, die Umgebung, was gefällt einem, was ist einem wichtig. Und dann muss man sich erstmal dafür eintragen bei der Stadt. Wie wollen wir das? Groß? Wie viel Wohnfläche wollen wir haben? Und dann kam auch Post, dass wir einen Termin beim Notar machen müssen. Wenn man sich dazu entschieden hat, dann weiß man auch, mit welcher Firma man dort bauen möchte. Dann kommt man mit dem Architekten zusammen und dann läuft das. Ja, und dann war es auch schon unseres, ne? Kurz danach kam schon die Rechnung. Zusammen sind wir bei knapp 300.000 Euro. Also wir schätzen so mit 310.000 Euro. Also wer in Deutschland ein Haus baut, zahlt dafür im Schnitt zwischen 320.000 und 360.000 Euro. Die Preise dafür steigen seit Jahren, unterscheiden sich aber auch stark von Region zu Region. Im Jahr 2018 kostete ein Quadratmeter baureifes Bauland in Niedersachsen knapp 96 und in Baden-Württemberg fast 206 Euro. So oder so, das sind Summen, die vermutlich kaum einer einfach so auf der hohen Kante hat. Wie finanziert ihr das denn? Wie kommst du zu solchen Themen, Eva? Ey, das Thema wollte ich schon richtig lange machen, weil ich selber vom Land stamme, NRW, so alle größeren Städte sind eine Stunde weit weg, und aber relativ früh in Großstädte gezogen bin. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, meine früheren Mitschüler und Mitschülerinnen, die fangen jetzt alle mit Mitte 20 an, ein Haus zu bauen. Und ich dachte mal, okay, krass. Also ich dachte, das wäre einfach nur was für Leute, die sehr, sehr gut verdienen.
Und das ist halt auch ein Thema, das in unserer Kernzielgruppe, und die Kernzielgruppe von Deutschland sind eben nicht hippe urbane Akademiker, sondern Leute, die vielleicht einen Haupt- oder Realschulabschluss machen, die sehr früh in ihrem Leben auch anfangen zu arbeiten und Geld zu verdienen und die eher in Mittelstädten oder auf dem Land wohnen. Das heißt, für die ist dieses Thema super relevant und ich wollte das ganz lange machen und habe meine Redaktion immer genervt, so wann gehen wir endlich zu Leuten, die ein Haus bauen? Und das hat jetzt letzten Sommer geklappt und ich muss auch gerade wieder richtig grinsen, weil mir diese Reportage richtig Spaß gemacht hat. Ich fand die Leute total sympathisch und es war richtig cool, wie die da so ihren Traum quasi umsetzen, buchstäblich bauen, und dann zu sehen, dass das eben doch realistisch ist und das vermitteln zu können für viel mehr Leute, als ich persönlich gedacht hätte, das fand ich cool. Und ist auch gut gelaufen, glaube ich, der Film. Und bist du dafür in deine Heimat gefahren? Wie bist du zu den Leuten gekommen, wie hast du die gefunden, die das Haus bauen? Das war in Niedersachsen. Das hat eine Kollegin von mir recherchiert. Ich weiß gar nicht genau, wie die vorgegangen ist. Ich glaube, die hat tatsächlich auf Instagram gesucht. Da gibt es ja ganz viele Leute, die Bauprozesse, wenn sie selber ein Haus bauen, teilen. Es gibt die entsprechenden Hashtags. Und wenn du dich da mal ein paar Stunden so reinstürzt, bist du relativ schnell dabei, dass du viele Leute findest. Und ich glaube, dann war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, die sollten aber alle in einem Bundesland sein, damit wir nicht, das ist dann wieder so eine Budgetfrage, mehrere Tage unterwegs sind, sondern bestenfalls die an oder an einem sogar, ich glaube, beide besuchen und treffen können. Und dann waren die, glaube ich, einfach beide Paare waren sehr aufgeschlossen. Es gibt dann immer so Vorgespräche in der Recherche, was jetzt nicht so ist wie so ein Casting, sondern wo es eher darum geht, wie läuft denn das bei euch, was können zeigen, was kann ich da mit denen machen als Reporterin? Okay, wir gehen jetzt in die gemeinsame Fragerunde und ich gebe mal erstmal zu Chloe ab. Genau. Vielen Dank erstmal an euch beide für dieses wirklich spannende Gespräch. Auch an dich, Eva Schulz, haben wir schon mal eine Kurzfrage aus der Community. Und zwar will Sabine wissen, was denn dein Erfolgsrezept dafür ist, so komplizierte Themen wie Politik so einfach und verständlich zu vermitteln? Ich glaube, der Anfang ist schon, vielleicht Politik gar nicht als so kompliziert zu begreifen. Das ist auch was ich bei meiner Zielgruppe immer feststelle, wir machen sehr, sehr regelmäßig so wie so Fokusgruppengespräche, dass wir einzelne Leute, von denen wir denken, ja, okay, du bist doch so grob unsere Zielgruppe, interviewen. Und dann merkt man immer, wenn man die fragt, ja, wie politisch bist du denn, dass die Leute sich so total schwer tun und zögern und sagen, ha, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und es ist halt so einen großen Respekt vor dem Thema gibt. Aber wenn du Leute fragst, was regt dich denn auf, dann hast du sie in der Regel in 2 Minuten da, wo sie politisch sind. So. Und wenn man das also von da wegdenkt und überlegt, wo kommt Politik bei den Leuten an, dann ist sie oft gar nicht mehr so kompliziert. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir, und ich finde, das ist ja auch das Privileg von Journalisten und Journalistinnen, so, wir nehmen uns 10 Stunden Zeit, um dann ein Thema für User und Userinnen in 10 Minuten runterzubrechen, wenn man es jetzt so sehr vereinfacht sagen will. Und diese Zeit nehmen wir uns natürlich. Und zum Beispiel, wenn dann eine Kollegin so ein Dossier geschrieben hat und wir dann darüber sprechen, dann bin ich ja erstmal die noch relativ neu in dem Thema ist und die dann total dumme Fragen stellt. Und dabei kommen wir sogar schon oft dazu, das dann zu entkomplizieren und so runterzubrechen. Ah, okay, alles klar. Ja, vielen Dank dann erstmal an dich.